Hey ho, meine Lieben, heute versorge ich mal die Mädels, ich sage mal unter Anleitung von den Mädels. Und zwar machen wir Wokgemüse mit Garnelen. Ja, ist zwar nicht im Wok, sondern in der Grillpfanne von Scandinavic Woodart. Das Teil ist jetzt endlich gekommen. Ich werde es nachher gleich draußen einbrennen in der Grillkoter, nachdem ich da erstmal ein ordentliches Feuerchen gemacht habe, dass es warm wird. Aber das sehen wir nachher gleich. Und jetzt schauen wir erst einmal darüber, was wir alles an Zutaten haben. Attacke! Hier haben wir schon die Hauptzutaten. Küchenfertige Garnelen, also sprich, die sind schon geschält. Wo haben wir die damals eingekauft? Ich glaube, das war in der Metro. Dann haben wir einen Ingwer, einen Solo-Knoblauch, Limetten, Saft, Woknudeln. Ich weiß gar nicht, das Öl gehört, glaube ich, gar nicht dazu. Ein Pak Choi haben sie gehabt, deswegen haben wir einen Kinderkohl und Möhren. Das Ganze wird mein Schatz jetzt dann soweit vorbereiten und mir dann hinausbringen. Weil wir, Moment, gehen jetzt gleich raus, ja, wo wir erstmal ordentlich Feuer machen in der Grillkoter, dass es schön kuschelig warm wird und dann die neue Grillplatte gleich einbrennen. Mhm. Und dann später kommt dann Schatzi hinzu und Patricia, gehe ich mal davon aus. Und ja, dann geht es draußen eben weiter mit den fertigen Zutaten vorbereitet. Oder Schatz, machen wir so. Was denn? Dass du jetzt die Zutaten vorbereitest, schnibbelst und wir treffen uns dann draußen in der Grillkoter. Scheint nicht so begeistert zu sein, aber egal, so machen wir das jetzt. Bis nachher. Tada, jetzt müssen wir erstmal den Haufen ordentlich anfunzeln lassen, runterbrennen lassen, bevor wir die Grillplatte nachher reinholen. Die wird dann da reingestellt. Mache ich jetzt einmal noch was ganz was anderes. Kämm mal wieder auf mich. Drinnen vor der Kämme hätte ich fast vergessen, dass in ein paar Tagen Weihnachten ist. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, in 3 Tagen. Ihr seht, das Video ist auch top aktuell. Nein, wir haben doch letztens das Problem gehabt mit der Beleuchtung. Ich habe mir hier jetzt einfach so Schreibtischlampe gekauft und eine schöne Glühbirne dazu. Das Ding werde ich jetzt auspacken und einmal da hinstellen und gucken, wie es dann mit dem Licht ist, damit ihr das Essen auch ordentlich seht. Funktioniert es nicht mit der Lampe? Ja, mein Gott, dann habe ich halt eine schöne neue Schreibtischlampe. Was soll's? Okay, dann anfeuern, Lampe aufbauen und danach sehen wir uns dann sowieso wieder. Wir haben es momentan 3,7 Grad da hinten. Ja, jetzt warten wir mal, wie warm wir es heute bekommen. Und dann werden wir schon sehen. Naja, das Lämpchen habe ich sogar schon ausgepackt. Also eine ganz einfache Schreibtischlampe. Naja, ich glaube, das könnte man dann schon hinbekommen, dass wir eine gescheite Beleuchtung haben. Aber jetzt mache ich weiter und wir sehen uns nachher. Aber das Grundgerüst steht erstmal. Guckt es euch mal mit uns jetzt gerne an. Das ist das Ding. Aus jetzt hier erst einmal oder nebenbei noch Video angucken. Das Feuerchen brennt und lodert wunderbar. Ich drehe mal die Cam und dann zeige ich euch gleich noch, ja, die Lampe. Das ist eigentlich bloß eine Zwischenlösung. Ja, ihr seht, ein wunderschönes Feuerchen. Mittlerweile haben wir gleich 7 Grad hier drin. Und sieht man hier die Lampe? Natürlich sieht man die Lampe. Schwupp. Ja, da sehe ich schon, dass das blendet. Das muss ich mal dann was anderes. Ja, also wenn ich mir die hier herstelle und dann da so drauf leuchte, ich glaube, Leute, da seht ihr in Zukunft das Essen richtig gut. Ja, ist schon ein Unterschied, gell? Geilomat. Was ich eigentlich, och, käme total schief, Mensch. Was ich eigentlich ursprünglich kaufen wollte, wäre so eine Lampe zum Klemmen gewesen. Die hätte ich dann hier oben hingeklemmt. Aber da haben sie keine da gehabt. Ja, dann habe ich mich halt kurzerhand für die entschieden und fertig. Gut, aber runterbrennen lassen
und dann holen wir erst einmal unsere Platte rein. Ja, und dann werde ich dann auch gleich Schatzbäcker Bescheid geben, dass es dann soweit ist, dass er mit den Zutaten kommt. Ja, ganz genau. So, da haben wir sie stehen. Unten drei so Füßle dran. Ich werde das Ding jetzt dann erst einmal von unten etwas einölen. Ein bisschen, dass sich wenigstens unten etwas Schicht sammelt. Und dann, wenn sie drauf steht, von oben einölen. Und dann erst einmal ordentlich einbrennen. Einmal abgewischt haben wir sie schon. Und ja, auf dem Thermometer mittlerweile 16 Grad. Und es wird kuschelig hier. Und noch was. Ich habe endlich meine Metallkohlenzange wieder gefunden. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, einölen von unten ein bisschen und nachher dann, ja, wenn die Flammen ein bisschen aufhören, stellen wir es dann drauf und brennen wir es ein. Was jetzt natürlich auch sehr interessant sein wird, wie verhält sich das mit diesem riesen Ding da drin mit dem Abzug? Werden wir hier drin ersticken oder wird es noch weitere Videos geben? Tja, keine Ahnung, wir werden sehen. Aber Feuerflammen sind so gut weg, bloß noch Glut und ja, ich hoffe, das funktioniert. Ja, gut Leute, dann heiß werden lassen, noch ein bisschen Öl drauf, das Übliche halt und dann können wir auch schon anfangen mit unserer Pfanne. Und wer sich wundert, dass ich das jetzt mache, ich mache es wirklich nur für die Mädels, was ich später noch esse, keine Ahnung, vielleicht mache ich mal Dose auf. Okay, aber ich muss jetzt ja gleich wieder ölen. Also Leute, es ist tatsächlich so, wie ich befürchtet habe. Der Piepser ist angegangen, die Tür ist offen. Wie ich es damals schon gesagt habe, so ein Riesenteil auf der Feuerstelle ist nicht unbedingt der Bringer, weil dann außen der Rauch rauskommt. Ja gut, müssen wir ab und zu mal die Tür aufmachen, durchlüften, aber ja, dann geht es schon. Das ist dann eher wieder was für die etwas wärmere Zeit, muss ich fast sagen, wenn wir dann wirklich öfters die Tür offen lassen können. Aber jetzt haben wir sie da, jetzt habe ich sie schon angeheizt und ja, ziemlich gut eingebrannt. Ein bisschen was habe ich noch drauf und das Material kommt jetzt gleich und dann können wir loslegen. Es könnte natürlich auch an dem einfachen billigen Öl liegen, dass das so extrem raucht, aber schauen wir mal darüber. Ich habe jetzt auf alle Fälle das Ding einmal komplett hintergeschoben, dass wir hier vorne ein bisschen, ja, doch noch unter dem Abzug sind und ja, ich höre den Transport. Oh, wunderschön, wunderschön. So, dann gucken wir mal, was wir alles haben. Die Garnelen, die Möhrchen, Knoblauch und Ingwer, da hinten den Salatzeugsel etc. pp. Ja Leute, dann legen wir mal los, machen wir mal ihr Licht auf. Stellen wir vielleicht hier her. Ja, das mit der für die Platte ist es etwas zu niedrig fast, aber ja doch. Nee. So Leute, dann tun wir mal ein bisschen Sesamöl hier rein und tun unsere Garnelen da drin ein bisschen anbrutzeln. Alles gut, alles gut. Ja, dadurch, dass ich die Platte so weit am Rand geschoben habe, ist natürlich ein Füßchen in so einen Luftschlitz reingefallen. Aber es ist keine Garnele ins Feuer gefallen. Die sind alle gerettet worden. So, Patricia, Schatzi, ihr müsst mal jetzt sagen, wie ihr sie genau haben wollt. Dass ein bisschen Farbe haben. Ein bisschen Farb, okay.
Willst du umdrehen? Ja, du hast ja auch eine Zange in der Hand. Jetzt muss ich natürlich auch raus experimentieren, wie viel Kohlen ich hier unter dieser Platte brauche. Weil da fehlen natürlich wieder komplett die Erfahrungswerte. Oh ja, Patricia macht es ja wunderbar. Ich hoffe, die Platte geht jetzt nicht gleich kaputt von den Garnelen. Warum soll die kaputt gehen? Dieses Fischzeug, das kommt aus dem Wasser. Ja, die können wir dann auf Seite tun, oder? Ja. Das meinte ich eben hier. Oh Mann. Das ist eine Katastrophe. Also die Platte wirklich nur verwenden, wenn man die Tür ein bisschen offen lassen kann. Weil ansonsten wird es zu stickig hier drin. Kann man runter tun, dann sind sie recht trocken. Kann man runter tun? Ja. Dann tun wir sie runter. Euer Wort ist mir heute Befehl. Euer Essen. Und dann das Gemüse anbraten. Gemüse. Dann kommt der Chinakohl mit hinzu. Das Gemüse tun wir dann nachher noch mal ganz kurz runter. Wenn wir die Nudeln anbrutzeln, anrösten. Und dann wird alles zusammen auf die Platte noch mal drauf. Vermischt, vermengt mit Sojasauce und Limetten und was habt ihr dann gewürzt? Ein paar Liter Pfeffer. Nee, der gehört nicht dazu. Bitte? Der gehört nicht dazu. Der gehört nicht dazu? Nein. Okay. Nur Sojasauce und Limette. Du musst sagen, wann es gut ist, wenn man es runter tun kann, gell? Ja? Also bitte halten. Okay. Gut so? Gut so? Dann tun wir es runter. Ja. Flüssigkeit gleich mit hinzu. Also in der kälteren Jahreszeit ist es definitiv das erste und letzte Mal mit dieser Grillpfanne hier drauf. Nee, da ist mir einfach der Abzug nicht ganz gut genug gegeben. Kann man jetzt nicht ändern. Die Idee an und für sich mit dieser Pfanne ist ja ganz gut, aber ich habe es ja schon erklärt mit dem Rauch. Senkrecht nach oben bzw. dann außen vorbei und nee, das ist nicht meine Sache. Ich möchte, dass der Rauch sauber nach oben abzieht. Ja. Gut, Gemüse drauf, das kommt drauf. Okay, ja. Schnell wieder rüber die Klemme. Hui, jetzt macht die Patricia schon ganz ohne mir. Aber ich helfe mit beim Vermengen. Das war einmal Limettensaft und jetzt noch ein bisschen von der Sojasauce. Ja, die Patricia macht das hervorragend. Ich hoffe, dass sie uns nachher auch noch genauso gut, wie sie das jetzt macht,
dann probieren, wenn das macht. Das glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, ich nicht. Ich mag das Garnelenzeug nämlich gar nicht. Aber was tut man nicht alles für die Mädels? Oh, da klaut schon jemand da drüben. Da klaut noch jemand. Was ist denn noch? Ja. Wie gewürzt wird, müsst ihr wissen. Ich halte mich da heute nämlich ziemlich raus. Aber eins weiß ich, sobald das Zeug fertig ist, schmeiße ich die Grillplatte hier raus und schmeiße noch ein bisschen Holz drauf. Du kannst ja ruhig ein bisschen schaben, das ist nicht so wild. Das Ding wird hinterher sowieso wieder eingeölt, sauber gemacht. Früher hat es einen Anschluss gegeben. Nee. Ja. Ich hätte heute auch schon fast Holzbesteck dafür gekauft, für das Ding. Und? Die Soße. Was brauchst du noch? Feuersoße. Salz. Weißt du, Michi, hast du was? Ich habe kein Salz da, nein. Was Asiatisches. Was Asiatisches. Fünf Kräuter, fünf Gewürzepulver. Das muss ich aber erst suchen. Wolltest du das? Das muss schnell finish für dich. Okay. Oder so. Ja. Ha, ich weiß, was wir nehmen. Genau das Richtige dafür. Nämlich das Gamba Zamba vom Beef Buddy. Bitte Schatz, falls man noch was braucht, schäle ich gleich zu dir rüber. Und heute wird uns die Patrizia ihren Teller präsentieren. So, die letzten Reste runter und dann stellen wir die Platte nämlich gleich raus. Und dann können wir noch ein bisschen Holz auflegen. So, Patrizia, präsentierst du uns den Teller? Ja, den Teller. Fein. Mmh. Und lecker. Und alles hervorragend, passt alles. Sehr lecker. Das Gewürz war jetzt nur das E-Tüpfele. Na also Leute, dann haben wir ja das Fazit schon gehört. Und mein Fazit eben, die Platte erst wieder, wenn es wärmer wird, wenn man ein bisschen Fenster und so offen lassen kann zum Durchlüften. Wegs im Rauchabzug, habe ich aber jetzt glaube ich schon mindestens 10-mal gesagt. Ich werde es jetzt rausschmeißen, noch ein bisschen Holz nachlegen, dass es hier noch ein bisschen angenehmer wird. Obwohl 17,8 Grad sind schon angenehm. Glaubt's ihr nicht? Hier, bitteschön, 17,8 Grad. Und ja, in diesem Sinne, ich werde gucken, dass ich dieses Jahr noch ein paar Videos rausbringe. Dieses Video wurde heute am Samstag aufgenommen. Den wievielten haben wir heute? Den 21. Dezember, also sprich, ihr seid top aktuell mit meinen Videos. Leute, wir sehen uns. Joykowski, letzter kleiner Nachtrag. Ich habe mir nämlich gerade was überlegt. Wenn ich da drin eben das Feuerchen mache, eventuell, ja gut, mir so einen Ring mache, ohne Kreuz innen drin und da dann die normale Wokpfanne reinstelle, den richtigen Wok, dann sollte das auch funktionieren. Und wir haben außenrum ums Feuer nicht alles dicht, so dass es sauber abziehen kann und wir können trotzdem genüsslich hier herin wokken. So, und jetzt schauen wir nochmal auf die Flammen und dann ist das Video endgültig vorbei. Schmeckt's? Ein Ja. Gut. Hasta la vista, Leute.